Windows bietet ein integriertes Tool zur Aufzeichnung deines Bildschirms. Damit kannst du beispielsweise dein Gameplay ganz einfach aufnehmen, ohne weitere Programme zu installieren. Wie das funktioniert, das erfährst du in diesem kompakten Tutorial. Die Aktivierung dieses Tools, die ist denkbar einfach. Drücke auf deiner Tastatur die Windows-Taste und zeitgleich die Taste G. Es öffnet sich das Gaming-Fenster. In diesem Gaming-Fenster findest du oben links den Bereich Aufzeichnen. Hier kannst du über den runden Knopf die Aufzeichnung starten und dein Mikrofon dazu auch aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig ist es deaktiviert. Bist du mit deiner Aufnahme zufrieden, kannst du sie einfach wieder stoppen. In den Einstellungen gibt es weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Wechsle auf den Bereich Aufzeichnen und hier kannst du dann auswählen, dass immer wenn du ein Spiel öffnest, die Aufnahme automatisch beginnt. Außerdem kannst du konfigurieren, ob der Sound des Spiels oder des Programms mit aufgenommen und auch dein Mikrofon mit aufgenommen werden soll. Hast du die erste Option aktiviert, dann kannst du auch den Menüpunkt hier verwenden und dann werden die letzten 30 Sekunden deines Gameplays in einem Spiel einfach mal gespeichert, sodass du sie später wieder ansehen kannst. Die Videos, die findest du dann in deinem Videoverzeichnis in den eigenen Dateien auf deinem Computer. Wechsle auf Aufzeichnungen und dort kannst du dann deine Dateien im .mp4-Format ansehen. Es ist also ziemlich einfach, in Windows ganz ohne die Installation von zusätzlichen Programmen den Bildschirm aufzuzeichnen. Diese Variante eignet sich besonders, wenn du Spiele oder einzelne Programme aufnehmen möchtest. Brauchst du mehr Flexibilität und willst beispielsweise den gesamten Monitor aufnehmen, dann empfehle ich dir ein kostenloses Programm namens OBS Studio. Dazu findest du zahlreiche weitere Tutorials hier bei Tutorial Center. Abonniere gern den Kanal und schaue weiter die kompaktesten Tutorials auf YouTube.